Es werden neue Star Wars Collectibles auf der WWAP App droppen und die würde ich sagen schauen wir uns jetzt direkt einmal an. Heute in einem ganz anderen Format, wie ihr seht hier bei mir im Hintergrund stehen schon die Kartons, deswegen es ist jetzt ja auch gerade wirklich nur so ein äh, sehr sehr provisorisches Video, aber ich wollte hier über diesen Job einmal sehr sehr gerne sprechen, weil ich den sehr cool finde, erst recht als Star Wars Fan wirklich ein mega mega Ding. Schauen wir uns das Gesamte ich an: New Hope Collection, Javas Druids plus Homestead. And JavaS Diorama. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein schauen uns das mal an. Das gesamte wird ja am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und dann noch einmal mit einem Crafting-Event um 18 Uhr deutscher Zeit, also im Prinzip einfach nur eine Stunde später. Wir schauen uns aber gleich nochmal an, was das dann das konkret betrifft. Wir haben jetzt erstes erstmal einen Vaporator als Common und dieser wird einen Listenpreis von 20 Dollar haben und eine Editionzahl von 2200 Stück. Natürlich in eine Common First Edition. First Public Mint 41. Und dieses Teil wird dann auch später nochmal spannend. Das gesamte wird hier um 17 Uhr deutscher Zeit dann droppen am Sonntag. Ansonsten haben wir dann hier noch eine weitere Sache und zwar nämlich die Homestead, die ankommen. Also im Prinzip die Home Base hier finde ich auch sehr, sehr cool aus in New Hope rausgenommen. Wir haben hier im Prinzip eine Removable Base und diese wird im Prinzip auch nochmal einen Listenpreis hier von 20 Dollar haben und eine Editionzahl von 1300 Stück. Dann haben wir hier in dem Zuge außerdem noch weitere Sachen. Und zwar nämlich einen ling droid als Ankamen. Dieser wird eine Editionzahl von auch 1000 Stück haben und einen Listenpreis von 20 Dollar. Hier auch 17 Euro Deutscher Zeit. Ansonsten haben wir hier noch einen weiteren Druiden, nämlich 2x7KPR als Rare. Dieser wird hier eine Editionzahl von 500 Stück haben und einen Listenpreis auch von 20 20 Dollar. Wir sind ja auch immer noch alles beim selben Drop. Also wir haben hier auch 17 Uhr an dieser Stelle. Dann haben wir hier als nächste noch ein R1G4-Druid als Ultra. -Rare. 250 Editions wird es davon geben. Ansonsten haben wir natürlich hier dann noch als Seagull Rare einen. Weiteren Druiden und zwar nämlich WET 15ST68. Und hiervon wird es nur insgesamt 88 Stück geben. Natürlich ein interessanter Gammel, wenn man das Gesamte hier mitnimmt. Erste Public Mint wird hier die Nummer 11 sein, also insgesamt 78 Public Editions wird es dann hier geben. Ansonsten haben wir hier natürlich auch eine First Edition. Ansonsten kommen wir zu dem nächsten Teil, den wir jetzt hier sehen werden. Und da wird es meiner Meinung nach wirklich spannend, denn wir werden hier ein Java-Diorama bekommen. Und das muss ich wirklich sagen. Das hat mich wirklich umgehauen, als ich das gesehen habe. Weil das war wirklich etwas, wovon ich schon fast die ganze Zeit geträumt habe, als wir diese Dioramas bekommen haben, ganz am Anfang. Genau sowas nämlich für Star Wars auch hier an dieser Stelle mit der Düne. Ich kann da noch mal ein bisschen reinzoomen. Ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich auch grafisch aussehen wird, wenn wir das Gesamte dann platzieren können. Und das hier ist im Prinzip Tatooine als Rare. Wir werden hier einen Craft bekommen. Und diese Sache ist dann hier sozusagen eine Stunde später, also um 18 Uhr deutscher Zeit. Wir werden hier keinen Listenpreis haben, sondern nur eine Editionzahl von 700 Stück, was wirklich meiner Meinung nach schon fast zu wenig ist für so ein wichtiges Teil von Star Wars, wenn man mal so die gesamte Star Wars Story sich anschaut, ist Tatooine einfach ein wahnsinnig wichtiger Planet. Er spielt so viele wichtige Rollen in diesem Universum und da finde ich es ein bisschen schade, dass hier tatsächlich dann eher auf Profit gegangen wird bzw. dass das ganze Ding ausverkauft wird. Naja. Kann ich einerseits verstehen, auf der anderen Seite für mich als Star Wars Fan oder auch für andere Star Wars Fans ist das natürlich schon ziemlich schade bei so einer geringen Editionszahl. Auf jeden Fall, wir werden hier nur 700 Editions bekommen. Was sind die Crafting Details hier? Was braucht man natürlich dafür? Man braucht hier an dieser Stelle einen Vaporator. Also im Prinzip das Teil, was ich euch am Anfang einmal gezeigt habe. Das Ganze ist hier egal, ob Store oder Market Purchase. Above Available im Prinzip. Und hier das ganze Collectible wird natürlich während des Crafting-Prozesses geburnt. Ansonsten gilt hier natürlich die Regel First in, First swerved. Also jeder, der jetzt erstes kommt, der malt im Prinzip dann auch zuerst und hat die Möglichkeit, dieses Teil zu bekommen. Das Craften wird ja am 18. Oktober dann schließen, ich denke mal, aber. Dass das Ding hier auf jeden Fall deutlich früher ausverkauft sein wird. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Job, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Wirklich absolutes Must-Have für mich als Star Wars Fan und ähm, daher ja ist das definitiv etwas, was ich mitnehmen werde. Wie gesagt, schreibt mir sehr sehr gerne mal unten eure Meinung zu diesem Job in die Kommentare und ob ihr den mitnehmt. Mich würde es mal wirklich auch interessieren, bin ich der einzige Star Wars Fan hier, der irgendwie excited ist dabei oder nicht? Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon mit dem Video, wie ich schon öfters erwähnt habe, jetzt in den letzten Videos. Ich ziehe jetzt um am Donnerstag, ähm, am 26. September. Und dementsprechend, ähm, ja, wenn jetzt irgendwelche krassen News kommen, versuche ich auf jeden Fall natürlich Content für euch zu machen. Ansonsten bin ich natürlich beschäftigt mit äh, Umzug ETC. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ja, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.